Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sophia und ich möchte mit euch heute gucken, was in der kommenden Woche so auf euch zukommt, welche Energien und welche Impulse sich zeigen mögen. Wichtig zu sagen ist noch, das ist eine Kollektivlegung, das heißt, nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte schau auch einfach noch bei deinem Mond- oder Sonnenzeichen oder bei deinem Aszendenten nach. Ja, wenn du Interesse an den Karten hast, dann schau doch gerne in dem separaten Video dazu, was ich gedreht habe, zur Vorstellung der Karten nach. Hast du Interesse an einer privaten Legung, dann schau im Infokanal, dort findest du meine WhatsApp-Nummer und kannst mich gerne kontaktieren bezüglich eines Termines. Liebe Krebse, dann starten wir jetzt in die KW 42 mit der Legung vom 16. bis 22.10. und schauen mal mit den schönen Tarotkarten, welche Hauptenergie sich bei euch für die kommende Woche zeigt, was ich euch übermitteln darf. Was ist hier ein Beitrag? So, da fällt schon die erste. Und hier haben wir die 6 der Stäbe. Da lösen sich meist immer Probleme auf. Man ist jetzt ganz kurz vom Ziel, ja. Geht eigentlich um sehr positive Dinge. Ja, auch gute Nachrichten, die reinkommen. Wir schauen mal, was sich dazu noch weiter zeigt. Dafür nehmen wir jetzt die Lenormand-Karten und legen einmal den Siemerweg für die kommende Woche für die lieben Krebse. Was zeigt sich hier? Was ist hier wichtig zu übermitteln? So, da fängt schon an. So, und noch eine abschließende Karte mit den Tarotkarten. Was zeigt sich hier? Wie gehen die Krebse aus der kommenden Woche? Beziehungsweise, was ist hier noch wichtig zu übermitteln in der Energie der Krebse für die kommende Woche? So, die wollte sich zeigen. Dann nehmen wir die auch. Und zwar haben wir hier den Mond. Ja, da geht es dann so ein bisschen um Ängste, ja, sich wirklich auf den Weg machen. Da geht es auch um Zweifeln manchmal, Unsicherheiten wirklich, ja, bei manchen auch Eifersucht. Wir schauen mal, wir gehen mal zusammen in die Deutung. Also, ihr geht hier recht optimistisch hier in die Woche, ja, mit den Lilien haben wir eine Harmonie, ja. Die Blumen sprechen auch immer für Gelingen, für etwas, was schön wird. Hier kommt auch Veränderung mit den Störchen. Aber irgendwas knabbert noch an euch. Das passt hier zu dem Mond, ja, diese Unsicherheiten. Bei vielen im Kollektiv des Krebses von der Energie geht es hier ums Berufliche. Die Berufskarte haben wir einmal dabei, beziehungsweise um etwas Beständiges, ein Prozess in einem, ja, in der Harmonie. Da scheint hier irgendwas noch, oder die Krebse im Kollektiv scheinen hier noch einen Berg vor sich zu haben auf dem Weg, der ihnen auch ein bisschen, ja, manchmal Angst macht, wie hier mit dem Mond gezeigt wird, oder Unsicherheiten. Da knabbert etwas an einem, aber ihr seid hier mit dem Reiter und der Störche in der Veränderung drinne und werdet auch in der Woche neue Erkenntnisse erlangen und auch Veränderungen in Angriff, in Bewegung bringen mit dem Reiter und den Störchen. Spannende Energie. Wir schauen mal, was unser schönes Seelenorakel dazu zeigt. Upsala, das sollte so nicht wegfliegen. So, dann müssen wir nochmal mischen. So, was darf ich hier im Kollektiv der Krebse übermitteln? Was ist hier beitragend für die Krebse in der kommenden Woche? Und bitte nehmt auch nur das mit, was euch wichtig ist, was euch beitragend ist. Lasst alles andere hier. Na, und ihr denkt immer dran, ihr seid selbst für eure Handlungen und Sachen verantwortlich. Karten geben immer nur eine Tendenz. Vertrauen haben hier. Ein Licht leuchtet am Ende des Tunnels. Richte deine Augen darauf und gehe ins Vertrauen. Alles wird gut.
Ja, ihr seid hier auch am Anfang der Woche in dem Vertrauen, aber irgendetwas lässt euch trotz alledem im Laufe der Woche etwas zweifeln. Vielleicht hier einfach noch mal der gute Tipp. Zweifelt nicht so viel. Geht ins Vertrauen. Ihr werdet hier die Veränderung für euch, für diesen Prozess oder die Situation erreichen. Wir schauen mal, welche Botschaft darf ich hier übermitteln mit den wunderschönen Portalkarten? Was ist den Krebsen hier in der kommenden Woche ein Beitrag? Oh, heute fallen sie alle runter, die Karten. Aber viel zu viele. Man spürt auch hier so eine Power-Energie. So, da stoppt es. Erdinnere, Wurzelchakra, Stärke und Sicherheit, Fundamente legen. Ja, und dieses Gefühl hatte ich hier auch. Ihr macht hier eine fundamentale, im Fundament. Also es ist immer, wenn ich Durchsagen kriege von oben. Entschuldigung, da muss ich immer einen Moment stoppen, um da wirklich zuzuhören. Ja, ihr legt ein Fundament im Prinzip hier. Ihr macht hier eine wirkliche Veränderung, die euch in eurer Stabilität, in eurer Beständigkeit, ja, wirklich wachsen lässt. Das war die Durchsage von oben gerade. Spannend, ja, im Kollektiv. Das kann natürlich bei jedem im anderen Bereich sein. Bei vielen scheint es hier aber sich um den beruflichen Bereich der Beständigkeit zu drehen und der Beständigkeit in einem inneren Prozess. So, wir schauen mal, welche Botschaft wir hier noch mitkriegen für euch von den Krafttieren. Welches Krafttier ist den Krebsen hier ein Beitrag, beziehungsweise welche Botschaft darf ich hierzu zu dieser Thematik noch übermitteln? Da hat es gestoppt. Das Seepferdchen, Träume verwirklichen, im Alltag wirklich wach sein, sich mit Träumen beschäftigen. Ja, was erträumt ihr euch hier? Was für eine Beständigkeit wollt ihr? Ja, was träumt ihr vielleicht auch nachts? Ja, was kann euch dazu einen Impuls geben? Also hier geht es wirklich darum, sich mit sich, seinen Träumen zu beschäftigen, der innerlichen Beständigkeit und der Wunscherfüllung, ja, Fundamente und Vertrauen in das zu haben, was man hier vorhat. Spannende Energie und ich glaube, hat viel mit Veränderung sehr, sehr positiv bei euch zu tun. Wir schauen jetzt nochmal, welcher Engel euch hier ein Beitrag ist in der kommenden Woche, beziehungsweise welche Engelsbotschaft ich übermitteln darf. Sei voller Hoffnung und Vertrauen, denn es erscheint etwas Gutes, Neues. Allerdings ist es für dich noch nicht sichtbar. So, und das ist dieses, was wahrscheinlich an euch hier knabbert, ja, wo ihr diesen Berg noch seht. Ihr seht es noch nicht, ja, am Anfang der Woche. Und vielleicht auch noch für den einen oder anderen am Ende der Woche noch nicht, ja. Und das macht diese Angst, diese Unsicherheiten hier mit dem Mond, ja. Aber habt Vertrauen, ja, dass ihr hier gerade ein Fundament für eure weitere Entwicklung legt, ja, und glaubt an euch und eure Träume hier mit dem Seepferdchen. Spannende Energie, ich glaube wirklich tolles Wachstum die Woche, tolle Erkenntnisse auch für viele, wo man hin möchte, wie es weitergeht. Und ja, ich wünsche euch einen spannenden Prozess diese Woche. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich natürlich mega über ein Like oder einen Kommentar freuen. Oder wenn ihr meinen Kanal abonniert und teilt. Und in dem Sinne, ja, bis hoffentlich nächste Woche oder schaut euch auch gerne nochmal die Legungen für generell Oktober an oder auch die Liebeslegungen, wenn ihr Lust habt. Würde ich mich auch mega rüber freuen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Liebe, liebe Krebse. Bis bald, eure Sophia.